Hallo liebe Zuschauer, heute mal wieder eine kurze News. Ja, ab und an ballt sich dann doch die Information und ab und an, glaube ich, gibt es eine kurze Info an euch, eine kurze News. Das Gewinnspiel ist in dem Fall beendet. 248 Teilnehmer ist eine Menge. Die Pakete sind jetzt alle schon per Post raus. Zeitnah, das eine oder andere ist mit Blümchen, Herzchen beschmückt, was die Alina noch im Griff gehabt hat. Das heißt, der eine darf sich nicht wundern, wenn da ein paar Blümchen dann in dem Fall auf dem Karton sind. Allen anderen, ja, es kann nicht jeder gewinnen. Ich versuche den einen oder anderen Kommentar auch noch zu beantworten. Ist eine Masse an Kommentare mittlerweile, was einfließt. Es macht richtig viel Spaß, also herzlichen Dank. Und da versuche ich einfach im Nachgang noch das eine oder andere auf jeden Fall noch zu beantworten. Also manchmal geht es dann einfach ein bisschen länger. Ansonsten versuche ich recht zeitnah auf die vielen Kommentare und Mails zu antworten. Ja, die Spiel steht vor der Tür. In dem Fall war ich unter anderem ja auch bei Pegasus Spiele. Viele Spiele wurden mir auch zugeschickt. Das ist Wahnsinn. Ich versuche das eine oder andere auf jeden Fall noch für Essen, in dem Fall online zu stellen, euch zu zeigen mit ausreichender Spielweise, also ausreichenden Partien, weil nur dann macht es Sinn, euch auch im Prinzip ein Urteil bzw. Meinung zu geben, dass ihr auch Bescheid wisst. Also es wird das eine oder andere, den einen oder anderen Tag wird es geben, wo vielleicht auch mehrere Videos dann zu sehen sind. Ein oder andere sagt, wenn soll ich denn das alles schauen? Ihr müsst nicht alles schauen, ihr könnt einfach schauen, ob das euch anspricht. Wäre natürlich toll, wenn ihr alles anschaut, aber das nur als kleine Information. Ich versuche, was den Bereich an Videos angeht, dass ich es einfach ein bisschen ballen kann, weil es gibt so viele tolle Spiele, die will ich euch unbedingt noch zeigen, sofern ihr natürlich in Essen seid, um viele Informationen zu bekommen. Ich weiß nicht, ob es noch so einen Essen-Schau dann gibt. Es gibt ja überall solche Top-Listen, aber eine Top-Liste gibt es von mir nicht. Vielleicht eine Gesamtübersicht, das weiß ich noch nicht, aber was bringt es, eine Top-List zu machen, wo ich nur das Cover kenne und sage, cooles Cover, Husten Worker Placement-Spiel, muss man sich anschauen. Ja, nee, sowas gibt's von mir nicht. Das finde ich Quatsch in dem Fall. Also da muss ich mich dann schon ein bisschen mit dem Spiel einlesen. Und bekanntlich ist aus den Vorjahren immer wieder Toplisten und da sind auch viele Nieten dabei, wo vielleicht vorher hoch gepriesen sind. Da erinnere ich mich in Vergangenheit an viele Spiele, die gehypt worden sind und dann waren es absolute Nieten. Deswegen halte ich mich da doch etwas zurück und lege lieber Wert auf Spiele, die ich schon gespielt habe, wo ich euch auch eine Meinung bilden kann. Mal sehen, ob da was kommt. Ich kann es euch nicht versprechen. Ansonsten schreibt's gerne mal in die Kommentare rein, ob euch was interessiert oder ob ihr eine Info wollt zu dem einen oder anderen Spiel. Vielleicht kann ich es auch im Kommentar beantworten. Das nur als Hinweis. Ja, auf der Spiel, deswegen habe ich es erwähnt und deswegen möchte ich es natürlich auch kundtun, bin ich natürlich auch vor Ort am Wochenende mit der Familie. Ja, wenn man Kinder hat, ich will die nicht die ganze Zeit mit auf die Messe nehmen. Es ist eh Schulzeit und es ist durchaus stressig. Jetzt haben die Kinder das entsprechende Alter, dass sie auch auf die Messe können, weil vorher wollte ich es nicht. Das muss jeder für sich entscheiden. Für mich ist es ein No-Go. Und deswegen war es jetzt einfach Zeit und Lust war da und der Elias spielt ja auch wahnsinnig gern, die Alina auch, also werde ich vielleicht den einen oder anderen treffen. Keine Sorge, was die Videos angeht. Ich habe natürlich jetzt auch, was die Events angeht und was die vielen Spiele angeht, auch viel produziert, wenn man so nennen darf, was Videos angeht. Also es wird dann auch in der Zeit wahrscheinlich immer noch das ein oder andere Video geben. Vielleicht auch vor Ort, da werde ich ja auch einige Termine haben, wird filmen. Da muss man einfach schauen, wie es zeitlich passt. Aber es soll den gewohnten Lauf nehmen. Also wundert euch nicht, wenn es heißt, der ist doch in Essen. Warum stellt er ein Video von daheim ein? Also da gibt es immer Möglichkeiten und da haben wir natürlich auch schon einiges produziert, um euch viele Informationen zu liefern. Das vorneweg. Wichtig natürlich, ja, viele Videos. Dem einen oder anderen ist zu viel. Der einen oder andere wünscht sich noch mehr Videos. Ja, ist ein Hobbyprojekt, was wir jetzt hier haben. Es bleibt auch ein Hobby auf jeden Fall und auch mit vielen kritischen Tönen, was Spiel angeht, da lasse ich mich nicht ablenken. Das ist einfach so. Ehrliche Meinung ist wichtig, aber da gibt es natürlich auch sehr viele Videos und pickt euch einfach das raus, was für euch interessant ist. Ihr könnt natürlich jedes Video schauen und viele der Neuheiten sind bei mir schon auch hinterlegt als Video. Ich werde wahrscheinlich noch eine separate Playliste dann einbauen. Muss ich mal schauen, ob ich das dann zu Spielen Essen mache. Aber da gibt es schon einiges zu sehen. Da müsst ihr einfach mal durchschauen. Nach Alter durchselektieren ist ja richtig viel geworden. Oder die letzten
150 Video mal schauen, in dem Fall durchgehen, ob da was dabei ist. Aber ansonsten schreibt es in die Kommentare rein, weil sehr viele Neuheiten teilweise habe ich auch schon gefilmt, ohne jetzt das separat mit irgendwelchen Titel zu hinterlegen. Aber wie gesagt, das nur als Information. Ja, ich glaube, das waren die wichtigsten Info. Ich habe gedacht, das packe ich einfach eine kurze News rein. Ab und an wird es Zeit. Ansonsten gibt es je nachdem nach der Messe dann nochmal eine News und deswegen auch nochmal kompakt, wie es war. Weit mir da filmen, muss man mal schauen. Wie gesagt, Termine habe ich ja, aber mit den Kindern am Wochenende soll es eher entspannt zu Sachen gehen. Und dann trifft man sich vielleicht mit dem einen oder anderen. Es gibt ja auf der Messe auch so ein Blogger-Treffen in dem Fall. Das ist, glaube ich, aber unter der Woche in dem Fall, also vorher. Und ja, da ich mit Kindern unterwegs bin, klar, die sind ja eh noch nicht da, war es jetzt für mich jetzt aktuell noch kein Punkt, dorthin zu gehen. Wenn ihr euch das wünscht, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Aber wenn ich die Kinder dabei habe, ja, es ist jetzt, weiß nicht, ob es eine Fanbase ist, wo sich der Aufbau Community, es sind ja wahnsinnig viele Abonnenten mittlerweile dabei, schreibt es einfach mal rein. Ansonsten sieht man sich, aber ich habe jetzt nicht geplant, dass ich da eine Anlaufstelle habe, wo ihr uns zu einer gewissen Uhrzeit dann treffen könnt, weil die Kinder sollen erst einmal die Spiel aufsaugen und genießen und spielen und Lust haben, wie sie wollen. Und genau das ist den Weg, den ich gehen will, ohne Druck, ohne Zwang, einfach mal die Messe kennenzulernen, aus einer anderen Perspektive, als ich sie bisher kenne. Aber muss man einfach mal schauen, wie sich es weiterentwickelt. Also erst einmal langsam und dann gucken wir einfach mal, wie es in den nächsten Monaten, Jahren einfach weitergeht. Das war es in Kürze und wie gesagt, die nächste News, die folgt voraussichtlich. Ich denke mal, eine News nach der Messe mache ich. Dann gibt es noch ein paar Infos, wie das Richtung Ende des Jahres mit einzigen Titeln aussieht, irgendwelchen Wunschvideos etc. Weihnachten steht ja auch bald vor der Tür. Also ja, der eine oder andere fragt schon, wann das Weihnachtsvideo kommt. Also ich habe ein bisschen, haben wir noch Zeit. Lassen wir uns erst einmal Essen ins Haus kommen lassen und dann habe ich vielleicht noch ein paar Titel, wo ich sage, wow, das wird eure Kinder wirklich flashen oder auch die Erwachsenen. Und es ist ja nicht nur ein Kanal, welches Kinder anspricht, sondern auch durchaus die Kennerspieler bzw. die Vielspieler, hoffe ich zumindest. Ja, das waren alle Infos. Ich sage tschüss, macht's gut, bis bald.